Schauspielerin Mani Schulenburg ist tot. Bekannt wird Mani Schulenburg durch Rollen in US-Seifenopern. Nur wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter wird bei der Schauspielerin Brustkrebs diagnostiziert. Wenige Tage vor ihrem 38. Geburtstag erliegt die Darstellerin ihrer Krankheit. Die US-amerikanische Schauspielerin Mani Schulenburg ist tot. Das bestätigte ihr Sprecher unter anderem dem Hollywood Reporter. Sie habe den Kampf gegen ihren metastasierenden Brustkrebs im Alter von nur 37 Jahren verloren, heißt es. Schulenburg wäre am Samstag 38 Jahre alt geworden. Schulenburg war in den Vereinigten Staaten vor allem eine gefeierte Soapdarstellerin. In der Erfolgsserie Jung und leidenschaftlich, wie das Leben so spielt, verkörperte sie bis zu deren Einstellung 2010 einen der Hauptcharaktere, Allison Stewart. Außerdem spielte sie in der Seifenoper Liebe, Lüge, Leidenschaft die wiederkehrende Rolle der Jo Sullivan über einen längeren Zeitraum. Diagnose kurz nach Geburt. Im Mai 2020 machte Schulenburg ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich, nur 5 Monate nach der Geburt ihrer ersten Tochter. Nach ihren Angaben glaubten die Ärzte zunächst an eine Entzündung der Milchdrüse. Auf Instagram beschrieb sie damals ihren Krebs als heimtückischen entzündlichen Brustkrebs, der nicht wie typischer Brustkrebs aussieht, aggressiver ist, jüngere Frauen betrifft und sich als Stillinfektion tarnt. Die Darstellerin hinterlässt ihren Ehemann, Schauspielkollege Zach Robidas, und ihre 2-jährige Tochter Coda. Erst vor wenigen Tagen meldete sich Schulenburg anlässlich des Muttertags auf Instagram mit einem emotionalen Post zu Wort. Sie sei aus dem Krankenhaus entlassen worden und mit einer Sauerstoffmaschine nach Hause geschickt worden. Dennoch wolle sie für ihre Tochter stark und schön sein. Ich möchte ihr zeigen, wie man sich mit Mitgefühl, Stärke, Lebendigkeit, Humor und Freude durch diese Welt bewegt, so wie meine Mutter es mir gezeigt hat.